Frank Iguatu Ochochukwu trifft hier zum 1:0 für die Bayern. Also das ist hier die erste Herausforderung des Tages. 14 Jahre jung, der Sportskamerad Frank Iguatu Ochochukwu. So haben wir es, glaube ich, richtig. Also die Bayern in der Liga, führen wir das noch gerade zu Ende. 4 Punkte hinter der U17 der Spielvereinigung Unterhaching. Allerdings haben die Bayern ein Spiel weniger. Sind also noch mittendrin im Meisterkampf der Bayernliga. So, schön zurückgelegt. Arminia jetzt mit der ersten Angriffsaktion. Ball aber gesichert von Leonard Ruhland im Tor. Schiedsrichter der Partie ist Eike Schäfer vom TuS Tengern, 38 Jahre. Da haben wir eben den Torschützen zum 1:0 noch gesehen von der Platte. Der Bursche ist übrigens 14 Jahre. Also auch die körperliche Entwicklung schon Wahnsinn. So, nächster Schussversuch, Abschluss durch Jenat Jesin. Eckball, Jesin am Ball, gut aufgepasst, gut verteidigt von Rafael Pavlic. So, Konterversuch der Bayern. Valentin Beckert, auch er, 14 Jahre jung, Bayerns Nummer 3. 10.03.2009 geboren. Bayern mit 3 14-Jährigen im Kader. Bei Bielefeld durchgehend 15 Jahre jung. So, Aufbau Arminia. Spielt in der Landesliga, das ist eine Liga unter dem BVB, eine Liga unter Schalke 04, dort Tabellendritter. Insbesondere defensiv stark, zweitbeste Abwehr der Liga, nur 13 Gegentore in 12 Spielen. Aber 7 Punkte hinter Tabellenführer Brakel, das liegt tatsächlich dann an der etwas schwächelnden Offensive. 24 Treffer erzielt in 12 Spielen. Das sind 6 Tore weniger im Vergleich zum Tabellenführer Brakel. Und hier der nächste Treffer für die Bayern. Ganz überlegt. Ganz entspannt. Rafael Pavlic. Sehen wir jetzt nochmal. Stark ausgespielt, eine Körpertäuschung und dann wunderbar vollendet. 2:0 für Bayern München. Wirken körperlich stärker, körperlich präsenter als die Bielefelder. So, Abschlussversuch jetzt für Arminia. Nächster Eckball. Und direkt der Druck. Mit ganz viel Tempo angelaufen. Mike Wisdom eben mit der Nummer 7 bei den Bayern. Gehört zum erweiterten Kreis. Hier hat er den Ball abgelegt. Zur Nationalmannschaft und der Treffer. Richard Ayagi. Sehen wir jetzt nochmal. Wunderbar gemacht. Dann der Abpraller und dann vollendet. Das war bewusst. Den wollte er genauso. Zum 3:0 für die Bayern. Also ganz vielversprechender Auftakt. Mit interessanten Spielern, die wir uns direkt merken können für den Turnierverlauf. Aber eben auch guten Offensivaktionen. Bayern auch mit einer wahnsinnig hohen Dichte an U16-Nationalspielern. Nicht alle sind hier dabei, aber ein Teil. Mike Wisdom haben wir eben schon gesehen.
Auch Rafael Pavlic gehört zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Eben schon beobachtet. So, nächste Offensivaktion der Bayern. Nächstes Tor der Bayern. Lennart Kahl. Er ist Nationalspieler. U16-Nationalspieler hier im Bild. Wir sehen warum. Klasse Spiel hier an der Bande. Vorgelegt durch Leopold Schmidt. Auch Leopold Schmidt ist U16-Nationalspieler. Also die Bayern sind hier schon ganz früh eine ganz spannende Mannschaft. Diese Dichte haben wir an diesem Wochenende bei keinem anderen Verein. Diese Dichte an Nationalspielern. Abschlussversuch, aber jetzt ist Mino Jäger im Tor der Bielefelder zur Stelle. So, gibt es jetzt mal eine Offensivaktion der Arminia. Zumindest ein Freistoß. Bayern, trotz immer wieder starken Mannschaften, zweimal erst im Endspiel, 2010 und 2014. 2010 ein Cup-Gewinn. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Wir sind gespannt. Freistoß wieder für die Bayern. Knappe 5 Minuten noch auf der Uhr. Guter Ball, stark gespielt, wunderbar gemacht. Nächster Treffer. Und das technisch bockstark. Schön rübergelegt und vollendet. Moritz Göttlicher. Also viel drin. So, jetzt aber mal Abschluss. Starke Drehung. Gute Aktion hier von Samuel dos Santos Pereira. Und der nächste Konter läuft schon wieder. Starke Grätsche. Gut geholt den Ball. Und dann scheitern sie wieder am 1 gegen 1. Und es ist mehr Tempo, es ist mehr Körperlichkeit. Hier sehen wir das wieder. Diese körperlichen Unterschiede zwischen beiden Mannschaften. Ganz frecher Versuch hier von Mike Wisdom. Mal wieder zurückgelegt, Abschlussversuch durch Iguatu Ochochukwu. Wieder dieser Unterschied der Körperlichkeit. Führt fast zum nächsten Treffer. Es ist eine andere Gewichtsklasse. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, eine andere Gewichtsklasse. So, nächster Ballgewinn. Bielefeld macht es hier schlecht. Bielefeld ist bemüht, aber in diesen 50-50-Duellen, immer wenn es Körper auf Körper geht, gewinnen die Bayern das Gros ihrer Duelle. Nächster Abschlussversuch, diesmal von Rafael Pavlic. Auch er, wie eben erwähnt, im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Ja, die Bayern wechseln nochmal. Trainer der Bayern, Patrick Kanyut, 38 Jahre. War von 2016 bis November 2020 in der Akademie bei Mainz 05. Und war dann Co-Trainer bei Bo Svensson in der Profimannschaft in der Bundesliga. Und ist jetzt eben gewechselt zum Campus des FC Bayern. So, Ballbesitz Arminia. Moritz Göttlicher eben nicht zufrieden mit der Entscheidung. Da ist Göttlicher schon wieder vorne am Ball. Tolle Mitnahme. Und dann gibt es Freistoß. Da hat die Bielefelder ein bisschen Glück, glaube ich.
Aber beim Stand von 5:0 und noch anderthalb Minuten zu spielen, wird da kein Fass aufgemacht. So, Bayern bleibt wahnsinnig wach. Wieder schön zurückgelegt. Nächster Abschluss. Versuch. Also gerade Wisdom Mike hier. Immer wieder zu sehen. Wahnsinnig quirlig. Zweites Spiel der Bayern nachher klingt richtig nach Musik. Gegen 14:45 ungefähr heißt es Bayern München gegen Borussia Dortmund. Können wir uns darauf freuen. Arminia Bielefeld wird das zweite Spiel gegen Hertha BSC Berlin, den Rekordsieger des Free Rig Cups, bestreiten. Also, mein Vorschlag an euch, wir behalten die Bayern definitiv im Blick. Ganz, ganz vielversprechender Auftakt, sowohl inhaltlich als auch individuell. Jetzt mal der Schussversuch. Wieder der Einzige, der zu großen Abschüssen kommt, durch Yesin und Leonhard Ruhland im Tor der Bayern. Wieder parat und zur Stelle. Jetzt aber der Ehrentreffer für die Bielefelder. Abprall an die Bande und jetzt war er machtlos. Torschütze Samuel Niklas dos Santos Pereira. So, nächster Abschlussversuch. Ball war schon geklärt. Und Torschütze war Christos Angelos Theodoridis. War die 17, nicht die 11. Das noch zur Vollständigkeit. Also 1:5. Bielefeld zumindest mit dem Erfolgserlebnis. Wir sind